Dann können wir übergehen zum Tagesordnungspunkt. Na, wo ist es dann? Eins. Das ist die Fragestunde. Und ich bitte jetzt um Aufmerksamkeit. Wir beginnen heute mit der Frage 689, Herr Abg. Degen. Ich frage die Landesregierung. Wann kann die Schulgemeinde der Astrid-Lindgren-Grundschule in Hammersbach mit der vollumfänglichen Neubesetzung der seit Monaten vakanten Stelle der Schulleiterin des Schulleiters rechnen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Abgeordneter Degen, dieser Fall verhält sich so. Die Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Schule in Hammersbach ist seit dem 01.02.2016 an das Staatliche Schulamt in Hanau abgeordnet. Solche Abordnungen von Schulleitungsmitgliedern und auch von Lehrkräften in staatliche Schulämter sind ein reguläres und bewährtes Instrument der Personalentwicklung bzw. der Qualifizierung, das sich als sehr fruchtbar erwiesen hat. Da die Schulleiterstelle der Astrid-Lindgren-Schule aber dementsprechend derzeit nicht frei ist, kann momentan noch keine Neuausschreibung erfolgen. Die Leitung der Schule wird daher im Sinne einer personellen Übergangslösung durch eine Teilabordnung einer Schulleiterin einer benachbarten Grundschule sichergestellt. Sie wird durch zwei Lehrkräfte unterstützt, die bereits zuvor in der Schulleitung mitgewirkt haben. Und ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass das laut Pflichtstundenverordnung für das Schuljahr 2016/17 berechnete Schulleiter- und Schulleitungsdeputat der Astrid-Lindgren-Schule natürlich vollumfänglich zur Verfügung steht. Zusatzfrage, Herr Abg. Degen. Vielen Dank für die Antwort, Herr Kultusminister. Ist Ihnen denn bekannt, dass neben der nicht besetzten Schulleitung auch die Schule keine Konrektorenstelle mehr hat, weil sie unter die mögliche oder die entsprechende Grenze der Schülerinnen und Schüler gefallen ist, sodass hier einfach gleichzeitig, wenn auch nachvollziehbar, es zu einer mangelnden Vertretung kommt und außerdem zum Ende des vergangenen Jahres noch die Schulsekretärin, die langjährige, in Ruhestand gegangen ist, sodass derzeit es an einer personellen Kontinuität an der Schule und im Sekretariat fehlt. Ist Ihnen das bekannt? Herr Kultusminister. Für die Schulsekretariate sind wir nicht zuständig. Deswegen bin ich über die Personallage bei den Schulsekretärinnenstellen generell nicht informiert. Aber was die Schulleitung anbetrifft, so ist natürlich zu sagen, dass die Frage der Verteilung von Konrektorenstellen sich eben auch nach den entsprechenden Regeln und damit auch nach der Schulgröße richtet. Aber weil wir hier genau die Vakanz auch gesehen haben, deswegen wird ja auch im Moment die Abgeordnete Schulleiterin durch zwei weitere Lehrkräfte unterstützt. Das ist genau eine Maßnahme in Reaktion auf die besondere Situation in der Schulleitung an der Astrid-Lindgren-Schule. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Frage 692 von Abg. Geis. Ich frage die Landesregierung, wie viele Schulen in Hessen haben ein schulinternes Konzept zur fächerübergreifenden Medienerziehung und für die Erlangung frühzeitiger EDV-Kenntnisse entwickelt? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Geis, gemäß § 6 Absatz 4 des Hessischen Schulgesetzes gehört die Medienerziehung zu den besonderen Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schulen. Über deren Inhalte und unterrichtsorganisatorische Umsetzung die Gesamtkonferenz der Schule auf der Grundlage einer Konzeption der jeweils zuständigen Konferenz der Lehrkräfte auf der Basis der geltenden Kerncurricula und Lehrpläne entscheidet. Medienerziehung schließt immer auch die Vermittlung von EDV-Kenntnissen ein. Der Aufbau von Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern sowie der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht sind in den überfachlichen Kompetenzen der fachspezifischen Bildungsstandards verankert. Konzepte zur schulischen Medienbildung werden von den Schulen im Rahmen ihrer pädagogischen Gestaltungsfreiheit selbstständig erarbeitet. Sie sind Teil des Schulcurriculums. Demzufolge sind sie nicht durch das Hessische Kultusministerium zu genehmigen. Infolge liegen dazu auch keine Zahlen vor. Die Hessische Lehrkräfteakademie und die staatlichen Schulämter unterstützen allerdings die Schulen vor Ort bei der Erstellung von Konzepten zur Medienbildung durch regionale und landesweite Fortbildungsangebote, Projekte sowie Unterrichts- und Informationsmaterialien. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis.
Ist es denn geplant, also vielen Dank, Herr Kultusminister, für die Information. Ist es denn geplant, diese Frage zu evaluieren bzw. Maßnahmen zu ergreifen, um erfassen zu können, wie unsere Schülerinnen und Schüler im Bereich der Medienbildung unterrichtet werden? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete, es gehört zu unserer generellen Politik, dass Dinge, die wir den Schulen zur eigenständigen Erarbeitung übertragen und damit ihnen ganz bewusst auch Freiräume zur pädagogischen Gestaltung eröffnen, dass wir das sozusagen nicht ständig nachfragen, wie diese Freiräume denn auch ausgefüllt werden, denn dann wären es keine Freiräume mehr. Aber wir erweitern unser Fortbildungs- und Beratungsangebot. Sie haben vielleicht mitverfolgt. Wir haben unsere Neukonzeption des landesweiten Fortbildungsangebots für Lehrkräfte in der letzten Woche vorgestellt. Da spielt gerade die Medienbildung und Erziehung eine wesentliche Rolle. Also wir werden unsere Anstrengungen in diese Richtung weiter verstärken. Und darauf können die Schulen dann auch entsprechend zurückgreifen. Und davon werden sie auch mit Sicherheit in Zukunft profitieren. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Wie wird denn evaluiert, dass auch im Bereich der Medienbildung und Medienerziehung die Unterrichtsqualität konstant bleibt? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete, da greifen unsere ganz normalen Evaluationsmechanismen, die ja nun die Unterrichtsqualität auch umfassend sicherstellen. Davon ist Medienbildung, Medienerziehung auch nur ein Teil. Auch dazu darf ich Sie auf meine Ankündigungen von der letzten Woche verweisen, wo wir ja auch gleichzeitig mit der Neukonzeption der landesweiten Lehrerfortbildung und Beratung auch das neue Konzept zur Umgestaltung der Schulevaluation vorgestellt haben. Ich rufe auf die Frage 693, Herr Abgeordneter Eckert. Ich frage die Landesregierung, wie steht sie zur Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung hauptamtlicher Beigeordneter? Herr Minister des Innern und für Sport. Herr Abgeordneter, in Hessen bestehen keine rechtlichen Hindernisse, wenn ein hauptamtlicher Beigeordneter seine regelmäßige Arbeitszeit um bis zu 50% reduzieren möchte. Für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte ist die Frage der Teilzeitbeschäftigung nicht spezialgesetzlich geregelt, sodass gemäß § 40 Absatz 1 und Absatz 7 HGO in Verbindung mit § 6 Absatz 1 HBG, also Hessisches Beamtengesetz, für diesen Personenkreis insofern die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften gelten. Folglich findet § 62 Absatz 1 HBG Anwendung, der die Teilzeitbeschäftigung für Beamte regelt. Praktische Anwendungsbeispiele für Teilzeitbeschäftigung bei hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten gibt es und hat es in der Vergangenheit gegeben. So waren beispielsweise die Stadträtin der Stadt Marburg und der Bürgermeister von Homburg-Ohm in Teilzeit beschäftigt. Danke schön. Dann kommt die Frage 694, Frau Abgeordnete Özgüven. Ich frage die Landesregierung, wie sieht der Zeitplan für Baubeginn, Bauende und Einzug für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marburg aus? Herr Staatsminister Rhein. Verehrte Frau Abgeordnete, meine Damen und Herren, bei dem Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie handelt es sich ja nicht um eine Baumaßnahme des Landes, sondern um eine, die das privatisierte Uniklinikum Gießen und Marburg in eigener Verantwortung und auch mit eigenen Mitteln betreibt. Und nach Angaben von UKGM liegt für die entsprechende Baumaßnahme am ursprünglich vorgesehenen Standort, das ist der Standort Ortenberg, eine baurechtlich genehmigte Planung vor, sodass theoretisch zeitnah mit dem Bau begonnen werden könnte. Zusatzfrage, Frau Özgüven. Ist der Landesregierung bekannt, dass Informationen zufolge von dem Bauvorhaben am Ortenberg abgesehen ist und man sich darauf fokussiert, in den Lahnbergen zu bauen? Herr Staatsminister. Die Landesregierung ist bekannt, dass UKGM derzeit Standortalternativen untersucht, und zwar mit dem Ziel, einen zusätzlichen Neubau einer Klinik für Psychosomatik auf einem gemeinsamen Campus mit der Psychiatrie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu realisieren. Das in der Tat, Frau Abgeordnete, wäre dann aber am bisherigen Standort Campus Ortenberg nicht möglich.
Dann kommen wir zur Frage 697, Herr Abg. Caspar. Ich frage die Landesregierung, welche Erwartungen knüpft sie an die Fortführung des Tarifpilotprojekts RMV Smart? Herr Wirtschaftsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Tarifgestaltung in Hessen obliegt den Verkehrsverbünden. Gleichwohl hat das Verkehrsministerium an alle Verkehrsverbünde natürlich die Erwartung, dass die Tarifgestaltung so erfolgt, dass der öffentliche Personennahverkehr in Hessen ein attraktives Angebot bietet und damit einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Mobilität leistet. Mit dem Tarif RMV Smart bietet der RMV unter dem Motto Meine Strecke, mein Preis im Rahmen eines dreijährigen Modellversuchs für bis zu 20.000 Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ein neues streckenbezogenes Tarifangebot zu nutzen. Die Kundinnen und Kunden können die Fahrten mithilfe eines Smartphones und einer speziellen RMV-Smart-App bezahlen. Der Fahrpreis setzt sich aus drei Bausteinen zusammen. Erstens dem Grundpreis pro Fahrt, das sind 1,69 Euro, dem Preis pro Kilometer bei Regionalzügen S- und U-Bahn im Kernnetz Frankfurt 22 Cent, im Regionalnetz 11 Cent und dann noch pauschalen Zuschlägen, je nachdem, welches Verkehrsmittel man wo benutzt. Und es gibt zusätzlich ab einem monatlichen Ticketumsatz von 20 Euro 10% Rabatt. Sie haben mich nach den Erwartungen gefragt. Ziel des Modellprojekts muss aus meiner Sicht sein, einen Tarif zu entwickeln, der folgende Eigenschaften aufweist. Erstens, er muss einfach nachvollziehbar sein. Das bedeutet, dass der Preis vor Fahrtantritt einfach zu ermitteln ist. Er muss einfach nutzbar sein, also ohne neue Geräte. Er muss datenschutzrechtlich unbedenklich sein. Die Nutzung und Abrechnung sollte, das ist meine Sicht, unabhängig vom jeweiligen Verbund Verkehrsmittel erfolgen. Und wünschenswert wäre noch eine Abrechnung unabhängig vom jeweiligen zurückgelegten Weg zwischen Start und Ziel. Und das ist aus Sicht vor allem der Gesellschafter wichtig. Er soll das bisherige Einnahmeniveau sichern und gleichzeitig attraktiv für neue Kundinnen und Kunden sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, dass der RMV diesen Versuch macht. Und ich gehe davon aus, dass aufgrund der diversen Äußerungen und Erfahrungen, die man damit macht, natürlich dafür ist ein Versuch ja da, am Ende dieser Versuch am Ende ausgewertet wird und hoffentlich zu einem sehr attraktiven Instrument weiterentwickelt wird. Ich rufe auf die Frage 698, Herr Abgeordneter Kasseckert. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie den Erfolg hessischer Kommunen beim Förderprogramm des Bundes zur Unterstützung des Breitbandausbaus, das im vergangenen Jahr aufgelegt wurde? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die hessischen Kommunen sind im Breitbandförderprogramm des Bundes sehr erfolgreich. Sie sind mit einer Vielzahl an Projekten beteiligt. Von 42 hessischen Kommunen, die Anträge auf eine Beratungsförderung gestellt haben oder einen Antrag planen, haben bereits 25 einen positiven Bescheid erhalten. Das sind 50.000 Euro je Antrag. 8 Landkreise haben Fördermittel für einen Infrastrukturausbau beantragt. Das sind die Landkreise Fulda, Landil, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig, Marburg-Biedenkopf, Rheingau-Taunus und die sogenannten BIGO-Kreise Vogelsberg und Wetterau. 6 der 8 Kreise erhielten bereits Zuwendungsbescheide vom Bund über insgesamt rund 16,3 Millionen Euro. Das Land kofinanziert bisher mit insgesamt bis zu 14,4 Millionen Euro. 7 weitere Kreise, Groß-Gerau, Hochtaunus und die 5 Kreise des Nordhessen-Clusters und eine Stadt, das ist Kassel, für Flächen außerhalb des Projektgebiets Nordhessen, planen voraussichtlich noch im 4. Förderaufruf des Bundes einen Antrag für Infrastrukturausbau. Frage 699, Herr Abgeordneter Caspar. Ich frage die Landesregierung, wann ist mit dem Erscheinen des überarbeiteten Bauherrenkostenberichts zu den hessischen Straßenbauprojekten zu rechnen? Sehr geehrter Herr Abgeordneter Caspar, der 6. Bericht zu den Kosten der hessischen Straßenbauprojekte, der sogenannte Bauherrenkostenbericht, befindet sich derzeit in der Drucklegung und wird bald, nämlich im Februar 2017, vorgelegt.
Im Bericht werden die Entwicklungen der Straßenbauinvestitionen, der Gesamtkosten im Straßenbau sowie die Kosten wichtiger Planungs- und Bauprojekte dargestellt. Der Bericht bezieht sich auf die Jahre 2012 bis 2015. Der gegenüber den ersten fünf Berichten verlängerte Berichtszeitraum trägt der Tatsache Rechnung, dass die zum 01.01.2012 durchgeführte Reorganisation von Hessen Mobil auch mit erheblichen Anpassungen im Rechnungswesen verbunden war. Für die Zukunft ist eine Berichterstattung im zweijährigen Turnus geplant, sodass in 2018 für die Jahre 2016 und 2017 berichtet wird. Ich empfehle den Abgeordneten, dann diesen Bericht wirklich sich mal anzuschauen. Wir haben kontinuierlich ansteigende Investitionsausgaben bis zu 710 Millionen Euro in 2015, was die Bundesauftragsverwaltung angeht. Die Frage der Verwaltungskosten ist dort noch einmal sehr ausführlich dargestellt. Die Frage des wachsenden Anteils der Degis. Also, wer sich dafür interessiert, der wird da viel darin finden. Danke schön. Die Frage 700, Herr Abg. Rentsch. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie steht sie zu den Plänen des Bundesfinanzministeriums zur Abschaffung der Umsatzsteuerbefreiung für Aufwandsentschädigungen, die aufgrund ehrenamtlicher Tätigkeit für juristische Personen des öffentlichen Rechts, wie z.B. Kammern, erlangt wurden? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Rentsch, der Landesregierung sind Pläne des Bundesfinanzministeriums zur Abschaffung der Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 26 des Umsatzsteuergesetzes nicht bekannt geworden. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Rentsch. Wir sind zu diesem Thema von den Kammern in Hessen angesprochen worden. Sind Sie auch nicht von diesen angesprochen worden? Wenn nein, würden wir das weiterleiten? Ich glaube, da gibt es ein gemeinsames Interesse, dass das, was dort... Herr Abgeordneter, ich bin von den Kammern bisher auf diesen Sachverhalt nicht hingewiesen worden. Möglicherweise liegt es auch daran, dass die Antwort so ist, wie ich sie gegeben habe. Aber sollten Sie andere Informationen verfügen, gerne weiterleiten. Kümmern wir uns darum. Frage 701, Herr Abgeordneter Yüksel. Ich frage die Landesregierung, wann legt die Landesregierung das für Ende 2016 angekündigte Konzept zur Einführung von Herkunftssprachen als zweite bzw. dritte Fremdsprache an hessischen Schulen vor? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Yüksel, die Lage hat sich durch die Herausforderungen der Zuwanderung so vieler neuer Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in der Tat etwas verkompliziert. Derzeit werden an hessischen Schulen Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 139 Nationalitäten unterrichtet. Das bedeutet, es kann uns nicht mehr allein darum gehen, ein, zwei oder drei zusätzliche Fremdsprachenangebote im Regelunterricht zu machen, sondern im Moment ist eine zentrale Aufgabe für uns sicherzustellen, dass möglichst alle zugewanderten Schülerinnen und Schüler die Chance erhalten, ihre Fremdsprachverpflichtung zu erfüllen, unabhängig von der Zuordnung in eine bestimmte Jahrgangsstufe. Bereits jetzt besteht die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, die nicht über Fremdsprachenkenntnisse im Sinne des schulischen Regelangebotes verfügen, weil sie keine deutsche Schule besucht haben, auf Antrag die Herkunftssprache als Pflichtfremdsprache anerkennen zu lassen. Geregelt ist dies in § 54 Absatz 2 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses in der gültigen Fassung. Das muss mit einbezogen werden in die Erarbeitung des angekündigten neuen Fremdsprachenkonzepts. Und deswegen nimmt die Erarbeitung dieses Konzepts noch etwas mehr Zeit, etwas länger Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. Denn wir streben an, ein Konzept aus einem Guss vorzulegen, das sowohl die Herkunftssprachen der bereits länger bei uns lebenden bzw. hier aufgewachsenen Schülerinnen und Schüler als auch die der neu zugewanderten Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger einbezieht. Zusatzfrage, Herr Kollege Yüksel, bitte. Wie bewertet die Landesregierung die Änderungen im Land Niedersachsen, wo dort Rot-Grün regiert, beim herkunftssprachigen Unterricht als zweite und dritte Fremdsprache einführt? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, die Landesregierung bekennt sich weiter zu ihrem Ziel der Einführung von Herkunftssprachen als zweite bzw. dritte Fremdsprache an hessischen Schulen. Nur, wie gesagt, wir haben jetzt ein größeres Bild, einfach durch die erfolgte Zuwanderung. Und wir wollen das Bild gerne komplett zeichnen, bevor wir es der Öffentlichkeit präsentieren. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen.
Herr Kultusminister, ist denn mit dem zugesagten Konzept, das ja auf einen Landtagsbeschluss dieses Hauses zurückgeht, noch in der aktuellen Wahlperiode zu rechnen? Herr Kultusminister. Wir streben auch an, das bis zur Sommerpause dieses Jahres vorzulegen. Frage 702, Herr Abgeordneter Yüksel. Ich frage die Landesregierung, wann entwickelt die Landesregierung zusammen mit den Religionsgemeinschaften und Schulen in Hessen ein gemeinsames Vorgehen, das Probleme von minderjährigen fastenden Schülerinnen und Schülern während des Ramadans mit einer auf freiwillig basierenden Empfehlung angeht, die die Religionsfreiheit der Beteiligten nicht einschränkt? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Yüksel, das ist ein Thema, das sich ja nicht nur in Hessen stellt. Deswegen wurde zuletzt etwa in den regelmäßig stattfindenden Gesprächen der Kultusministerkonferenz mit den Vertreterinnen und Vertretern der Organisationen von Menschen mit Migrationshintergrund, zuletzt auf der Plenarsitzung im Oktober 2016, das Thema Fasten in der Schule eingehend erörtert, um eine möglichst bundeseinheitliche Verfahrensweise zu ermöglichen. Anwesend waren bei dieser Sitzung Vertreterinnen und Vertreter der türkischen Gemeinde, der kurdischen Gemeinde, der Immigrantenverbände und der griechischen Gemeinde. Wir beabsichtigen in der Kultusministerkonferenz auf der Basis dieser Gespräche mit den Migrantenorganisationen einen Orientierungsrahmen für Lehrkräfte und Schulleitungen zu erstellen. Die Migrantenorganisationen wurden durch die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz gebeten, eine entsprechende Initiative gegenüber der Kultusministerkonferenz in die Wege zu leiten. Es ist davon auszugehen, dass dies durch die Verbände erfolgt und ein Entwurf in den Gremien der Kultusministerkonferenz im kommenden Jahr beraten wird. Das ist die Situation auf Bundesebene. Und jetzt konkret zu Hessen. Im hessischen Kultusministerium finden regelmäßig Jourfixe mit den beiden Kooperationspartnern Ahmadiyya Muslim Jamaat, Körperschaft des öffentlichen Rechts, und dem Landesverband DITIB Hessen statt, in der die schulorganisatorischen und schulpädagogischen Fragen behandelt werden. Für das Fasten muslimischer Schülerinnen und Schüler während der Zeit des Ramadans strebt das hessische Kultusministerium mit diesen muslimischen Religionsgemeinschaften eine gemeinsame Empfehlung zum Umgang mit den religiösen Geboten für die Dauer der Fastenzeit an. Diese soll Lehrkräften und Schulleitungen dann eine argumentative Hilfestellung und den Eltern eine Orientierung bieten. Dann kommen wir zur Frage 703, Frau Abgeordnete Geis. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie den Auftritt von Gangsterrappern mit verrohender, gewaltverherrlichenden, frauenverachtenden und homophoben Inhalten, wie den von Kollega beim Hessentag 2017 in Rüsselsheim? Herr Staatsminister Wintermeyer. Herr Präsident, Frau Abgeordnete Geis, die Hessische Landesregierung beurteilt die ihr vorliegenden indizierten Textpassagen als abstoßend und erniedrigend. Auch wenn, Frau Kollegin Geis, der Kunstbegriff sicherlich sehr weit gefasst werden kann, so handelt es sich hierbei um Textpassagen bei den indizierten Dingen, die die Freiheit der Kunst nach unserer Auffassung zum Teil überschreiten. Sie sind abstoßend, sie sind erniedrigend und verletzend. Die Stadt Rüsselsheim hat nach unserer Kenntnis mit einem Musiker mit dem Künstlernamen Kollega einen gültigen Vertrag abgeschlossen. Das haben wir zur Kenntnis zu nehmen, aber nicht zu billigen. Die Stadt Rüsselsheim als Veranstalter hat dies in eigener Verantwortung entschieden und dazu mitgeteilt, dass keine auf dem Index stehenden Texte zur Aufführung kommen. Das sei vertraglich vereinbart und der Verkauf der Tickets für Personen unter 18 Jahren untersagt ist. Bestätigt wurde diese Entscheidung, Frau Kollegin Geis, durch einen von Mitgliedern aller Fraktionen getragenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 24. November 2016, die Rap Night, die wohl offensichtlich mit 4 Künstlern geplant ist, wie geplant durchzuführen. Der Beschluss ist mit 28 Ja und 13 Nein-Stimmen ergangen. Der Auftritt von Kollega war und ist umstritten. Es ist im Interesse der Hessischen Landesregierung, einen Hessentag für alle auszurichten. Die Hessische Landesregierung ist deshalb der Auffassung, dass indizierte, diskriminierende, frauenfeindliche oder ansonsten menschenverachtende Texte nicht auf den Hessentag gehören.
Die Hessische Landesregierung wird dies weiter kritisch beobachten. Wir werden die entsprechende Vorgabe auch in das Informationshandbuch für zukünftige Hessentagsstädte aufnehmen. Die Hessentagsstädte 2018, nämlich Korbach, und 2019 Bad Hersfeld, werden seitens der Hessischen Landesregierung entsprechend in Kenntnis gesetzt, dass solche Künstler auf Hessentagen nach unserem Dafürhalten nicht auftreten sollten. Zusatz. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für diese doch sehr klare Haltung, die ich sehr, sehr gut finde. Eine Nachfrage habe ich noch. Ist der Landesregierung bekannt, dass es eine Resolution der gesellschaftlich relevanten Gruppen der Stadt Rüsselsheim gibt, nämlich von Kirchen, von evangelischer und katholischer Kirche, den Gewerkschaften und von sozialen Institutionen, in der es heißt, dass Rüsselsheim die Europäische Charta der Vielfalt als auch die Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern unterschrieben und damit ein Zeichen gesetzt hat und ob es eine Initiative durch die Landesregierung gibt, vielleicht darauf hinzuwirken, dass dieses Genre mit einer etwas gemäßigteren Künstlerin oder einem gemäßigteren Künstler durchgeführt wird. Herr Staatsminister Windermeyer. Vielen Dank. Zunächst möchte ich der Kollegin Wissler Gesundheit wünschen. es war hörbar. Ja, diese Resolution, Frau Kollegin Geis, sind uns bekannt und haben uns auch verschiedene Briefe dort erreicht, die wir zur Kenntnis genommen haben. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass verfassungsrechtlich garantiert ist, den Gemeinden das Recht auf Selbstverwaltung. Das ergibt sich aus dem Grundgesetz und auch aus der Hessischen Verfassung. Die Kommunen haben ebenso das Recht, im Rahmen der Bundes- und Landesgesetze alle örtlichen Angelegenheiten unter demokratischer Mitwirkung der Bürgerschaft eigenverantwortlich zu regeln. Wir haben diese Resolution entsprechend weitergeleitet und entsprechend darum gebeten, sie zur Kenntnis zu nehmen und die entsprechenden Beschlüsse oder Entschlüsse daraus zu ziehen. Dass, wie gesagt, die Stadtverordnetenversammlung einen mehrheitlichen Beschluss gefasst hat, haben wir nicht zu kritisieren, sondern das ist demokratisch halt eben entsprechend zu akzeptieren. Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage 704, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wann wird das Teilstück der Landesstraße 3250 auf hessischem Gebiet, das auch 27 Jahre nach der Wiedervereinigung die thüringischen Gemeinden Berka und Gerstungen verbindet, erneuert? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, die fachliche Grundlage für die Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 war eine Dringlichkeitsbewertung entlang der Kriterien Straßenzustand, Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Verkehrsqualität und Umfeldsituation. So wurden 540 Einzelbaumaßnahmen identifiziert, in die wir bis zum Jahr 2022 rund 385 Millionen Euro investieren wollen. Aus dieser Bewertung ergab sich für den benannten Streckenabschnitt der L3250, hessischer Abschnitt, keine vordringliche Einstufung, sodass er nicht in das Programm der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 aufgenommen werden konnte. Sollte sich der Fahrbahnzustand des vorliegenden Abschnittes der Landesstraße in den nächsten Jahren allerdings schlechter entwickeln als angenommen, so wird dieser erneut fachlich bewertet und gegebenenfalls bei der Aufstellung des jährlichen Landesstraßenbauprogramms berücksichtigt. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Herr Staatsminister Al-Wazir, erst einmal herzlichen Dank für diese Antwort. Meine Nachfrage bezieht sich auf den Straßenzustand, von dem Sie gesprochen haben. Halten Sie es für das Bundesland Hessen, das reiche Bundesland Hessen, angemessen, dass man im wahrsten Sinne des Wortes erspüren und erfahren kann, dass man nach Hessen reinfährt und aus Hessen wieder rausfährt, weil der Straßenzustand der L3250 sowohl auf dem Thüringer Teil von Berka wie auf dem Thüringer Teil dann nach Gerstung und umgekehrt jeweils in einem deutlich besseren Zustand ist? Herr Minister Al-Wazir. Herr Abgeordneter, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu flapsig antworte, aber so lange ist das Gefühl nicht, weil es geht um 600 Meter. Ich weiß allerdings, dass der Straßenzustand dort alles andere als eine Visitenkarte ist, so will ich es mal sagen. Und wie gesagt, wir haben den Straßenzustand im Auge.
Ich will ausdrücklich sagen, wenn man sich die Situation anschaut, sieht man ja, dass das im wahrsten Sinne des Wortes ein hessischer Zipfel ist, der zwischen zwei thüringischen Orten liegt. Und meine erste Frage war, ob nicht der Land Thüringen diese Straße übernehmen möchte, weil sie geht wirklich nur zwischen zwei thüringischen Orten. Aber offensichtlich scheint es da keine großen Wünsche zu geben, diese Straße zu übernehmen. Und dementsprechend schauen wir mal, was die Zukunft da so bringt. Falls die Kollegin aus Thüringen noch mal auf mich zukommen würde, im Zweifelsfall, ich muss jetzt aufpassen, das wäre dann Gegenstand eines Staatsvertrages. Aber wenn man sich das mal anschaut, ich kann allen mal empfehlen, zu googeln, Berka und Gerstungen, und dann sieht man dort die Landesgrenze. Ist klar, dass es vielleicht gute Gründe gäbe, warum das alles in allem zu sagen eine thüringische Straße werden sollte. Ich fürchte allerdings, die wollen, dass wir sie vorher sanieren. Herr Warnecke, Sie haben noch eine Zusatz. Herr Staatsminister, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie möglicherweise darüber nachdenken, diesen schönen Teil Hessens an Thüringen abzutreten, nur wegen der L3250 und der Frage des Fahrbahnzustandes? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, also es gibt bisher keine Haltung der Landesregierung zu dieser Frage, sondern nur einen Gedanken, wenn man sich das mal auf der Satellitenaufnahme anschaut, dass es vielleicht gute fachliche Gründe gäbe für Arrondierungen, so will ich es mal nennen. Ich rufe auf die Frage 705 des Herrn Abgeordneten Degen. Ich frage die Landesregierung, beabsichtigt sie, anders als in der Antwort auf die Kleine Anfrage 19-3818 geäußert, doch die Erstellung einer Handreichung zur Umsetzung des neuen Lehrplans Sexualerziehung zu beauftragen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, seit der Veröffentlichung des Lehrplans haben die Landesregierung zahlreiche Anfragen erreicht. Aus diesen Anfragen haben wir geschlossen, dass doch ein Bedarf nach näheren Erläuterungen des Lehrplans besteht. Deshalb hat sich das Hessische Kultusministerium dazu entschlossen, eine solche Handreichung zum Lehrplan zu erstellen und in diesem Jahr zu veröffentlichen. Zusatzfrage, Herr Degen. Ich bedanke mich für die Antwort und auch, dass diese Anregung der SPD-Fraktion aufgenommen wurde, und frage Sie, ob Sie mir sagen können, wer diese Handreichung erarbeiten wird. Wird das hausintern passieren oder wird das extern vergeben? Herr Staatsminister Prof. Dr. Herr Abgeordneter, das wird hausintern passieren. Ich habe einen entsprechenden Auftrag an die Hessische Lehrkräfteakademie erteilt. Dann rufe ich auf die Frage 706, Frau Abgeordnete Hartmann. Wie wird begründet, dass im Anforderungsprofil für die Bewerbung als Schulleitung an beruflichen Schulen anders als beim Anforderungsprofil zum Beispiel für Schulleiterstellen an Gymnasien explizit Erfahrungen im schulaufsichtlichen Bereich im Hessischen Kultusministerium oder in einem staatlichen Schulamt gefordert werden? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Hartmann, diese unter den zwingend zu erfüllenden Merkmalen des Anforderungsprofils aufgeführte Qualifikation ergibt sich sachlogisch maßgeblich aus zwei Unterschieden gegenüber den allgemeinbildenden Gymnasien mit Oberstufe. Zunächst sind berufliche Schulen äußerst heterogen. Die meisten beruflichen Schulen führen 5 bis 6 Schulformen, die durch das Hessische Schulgesetz sämtlich der Sekundarstufe 2 zugeordnet sind. Jede dieser Schulformen basiert auf einer eigenen Verordnungsgrundlage. In einigen der Schulformen sind zusätzlich innere Differenzierungen zu beachten, beispielsweise bei den Fachschulen. Die Leiterinnen und Leiter der beruflichen Schulen müssen diese Verordnungen im Schulalltag anwenden können. Hierauf müssen sie vorbereitet werden. Bis zu einer hessenweiten Implementation der verpflichtenden Schulleiterqualifikation, die derzeit im Bereich Mittelhessen pilotiert wird, kann nur eine Abordnung in den schulaufsichtlichen Bereich dafür hinreichend Gewähr bieten. Eine Abordnung in Bereiche mit primär pädagogischem Schwerpunkt erscheint hier nicht zielführend. Zweitens handelt es sich bei beruflichen Schulen in der Regel um große Systeme mit zum Teil mehreren tausend Schülerinnen und Schülern und einer dementsprechend großen Anzahl von Lehrkräften. Die Leitung solch großer Systeme
erfordert neben der bereits beschriebenen schulfachlichen Verordnungskenntnis eine Reihe von weiteren Voraussetzungen, insbesondere umfangreiche Kenntnisse in schulrechtlichen, verwaltungsrechtlichen und haushälterischen Angelegenheiten, die zur Steuerung einer beruflichen Schule und noch mehr einer selbstständigen beruflichen Schule, und das ist immerhin die Hälfte aller unserer beruflichen Schulen, unabdingbar sind. Eine Abordnung in den schulaufsichtlichen Bereich eines staatlichen Schulamtes oder des hessischen Kultusministeriums eröffnet hier die Möglichkeit, sich die erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen im Hinblick auf die Übernahme einer Leitungsfunktion exemplarisch aneignen zu können. Abordnungen in andere Bereiche erfüllen diesen Zweck nicht. Ich kann mir vielleicht noch hinzufügen, dass auch im Bereich großer gymnasialer Systeme, also allgemeinbildender Systeme, in der Vergangenheit den oben genannten Anforderungen Rechnung getragen wurde und dieses Profilmerkmal dann in Stellenausschreibungen entsprechend den Anforderungen an die zu besetzende Leitungsstelle abgebildet wurde. Diese Anforderungen werden auch bei zukünftigen Stellenausschreibungen im gymnasialen Bereich schulabhängig zu berücksichtigen sein, aber die Notwendigkeit dafür ergibt sich eben im allgemeinbildenden Bereich deutlich seltener als im beruflichen. Zusatzfrage, Frau Abg. Hartmann. Der letzte Satz hat es fast erklärt. Ich wollte fragen, ob geplant ist, dass künftig auch für Schulleiterstellen an anderen Schulformen, insbesondere an Gymnasien, eine schulaufsichtliche Tätigkeit als Voraussetzung gilt. Ich kann noch einmal bestätigen, Frau Abgeordnete, also nicht als generelle Voraussetzung, aber unter bestimmten Voraussetzungen, wenn wir sagen, diese Schulleitungsstelle ist in der von mir beschriebenen Hinsicht besonders anspruchsvoll, dann werden wir das Merkmal auch weiter verwenden. Aber Sie werden auch in Zukunft feststellen, dass das eben im beruflichen Bereich dann deutlich häufiger vorkommen wird, vielleicht sogar eher der Regelfall sein wird und im allgemeinbildenden Bereich nicht. Wir kommen zur Frage 707, Herr Abgeordneter Kummer. Ich frage die Landesregierung, welche Strategie verfolgt sie damit, dass hessische Ministerinnen und Minister in Brüssel in der Regel nur mit Europaparlamentariern der Europäischen Volkspartei zusammentreffen? Frau Staatsministerin Buttrisch. Sehr Herr Abgeordneter Kummer, hier scheint es sich doch eher um eine subjektive Wahrnehmung von Ihnen zu handeln. Die Mitglieder der hessischen Landesregierung unterhalten sich mit den Abgeordneten der unterschiedlichsten Fraktionen. Selbstverständlich ist die Strategie der Gespräche darauf ausgerichtet, dass die Mitglieder der Landesregierung die Gespräche, die sie übrigens nicht nur in Brüssel führen, sondern auch in Straßburg und in Luxemburg, die Interessen Hessens in die EU-Entscheidungsprozesse eingebracht werden. Neben dem Ministerrat ist das Europäische Parlament der Gesetzgeber der EU. Die Abgeordneten sind deshalb wichtige Ansprechpartner für die hessische Landesregierung auf der EU-Ebene. Ein Netzwerk von Ansprechpartnern und der regelmäßige Kontakt mit Abgeordneten ist unbedingt erforderlich, fraktionsübergreifend. Gespräche mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments haben deshalb Priorität bei den Terminen, nicht nur in Brüssel, sondern wie gesagt auch in Straßburg. Die Gesprächsanfragen richten sich in erster Linie an die Abgeordneten, von denen auszugehen ist, dass sie für hessische Interessen besonders aufgeschlossen sind. Das sind insbesondere die 6 hessischen Europaabgeordneten, die wir regelmäßig zu einem Gedankenaustausch einladen. Jeweils 2 Europaabgeordnete aus Hessen sind Mitglieder der EVP, der S&D-Fraktion und der Fraktion der Grünen EVA. Die der Piratenpartei angehörende Europaabgeordnete Julia Reda stammt aus Hessen und hat sich den Grünen angeschlossen, wird dort mit eingeladen. Darüber hinaus wurden durch Mitglieder der Landesregierung natürlich auch Gespräche mit anderen Abgeordneten geführt. Exemplarisch möchte ich hier Britta Reimers, ALDE, Maria Neuchel, S&D, Jens Giesecke, EVP, Bas Eickhout, Grüne EVA, Joachim Weidenholzer, S&D, Axel Voss, EVP, Jakob von Weizsäcker, S&D nennen. Und diese Liste ließ ich jetzt beliebig weiterführen. Da allerdings die EVP mit Abstand die größte Fraktion im Europaparlament ist, aktuell 215 Mitglieder, und die CDU-CSU-Gruppe mit 34 MDEP, die Abgeordneten, die größte nationale deutsche Gruppe in einer Fraktion ist, stehen uns als Gesprächspartner eben auch mehr Ansprechpartner der EVP in den Ausschüssen als Bericht- und Schattenberichterstatter oder Koordinatoren zur Verfügung, das heißt in ihrer Funktion, aber nicht aufgrund ihrer parteilichen Zugehörigkeit.
Um es also klar zu sagen, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Fraktion spielt für die Hessische Landesregierung bei der Wahl von Gesprächspartnern überhaupt keine Rolle. Herr Präsident, gut. Zusatzvermerk, Herr Abgeordneter Kummer, zu meinem großen Bedauern ist es gerade bei einzelnen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die nicht der EVP angehören, ausgesprochen schwierig, mit ihnen Gesprächstermine zu vereinbaren. Es gibt Einzelne, bei denen es mir bis heute nicht gelungen ist. Herr Abgeordneter Kummer mit einer Zusatzfrage. Ja, Frau Ministerin, erstmal vielen Dank für die Darlegung, für die offene Darlegung jetzt eben hier im Plenum. Ich habe noch einmal eine Frage dazu. Ich meine, meine Erkenntnisse ergeben sich oder meine Eindrücke aus dem Bericht der Landesregierung im entsprechenden Fachausschuss. Wären Sie denn bereit, für das Jahr 2016 einmal eine kleine Aufstellung zu machen, aus der sich dann ableiten lässt, ob mein subjektiver Eindruck der richtige gewesen ist? Eine Aufstellung, aus der man erkennen kann, welche Gespräche waren das denn mit welchen politisch Verantwortlichen? Puttrich. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kummer, ich habe Ihnen eben beispielhaft einige Gesprächspartner der unterschiedlichsten Fraktionen genannt. Es kann Ihnen gerne im Europaausschuss noch ein vertieftes Beispiel gegeben werden über die Gespräche, die ich führe, die der Staatssekretär Weinmeister führt. Darüber führen wir entsprechend Buch und Kalender. Daran werden Sie schon sehen, wie umfangreich die Gesprächspartner sind. Selbstverständlich führen die einzelnen Fachminister ihre Gespräche auch vor Ort in Brüssel, auch über die Ressorts hinweg, auch über die Fraktionen hinweg mit allen Beteiligten. Aber ich glaube, dass es ausgesprochen schwierig sein wird, für alle Mitglieder der Hessischen Landesregierung die Terminkalender zu durchforsten, um darzulegen, mit welchen Abgeordneten man im Einzelnen gesprochen hat. Ich habe Ihnen eben dargelegt, allein dadurch, dass wir mit Entscheidungsträgern sprechen, mit Berichterstattern sprechen, diejenigen, die entsprechende Funktionen haben und die hessischen Interessen vertreten, zum Beispiel zum Finanzplatz Frankfurt, reden wir sehr häufig zum Beispiel mit Abgeordneten der Sozialdemokraten, weil es diejenigen sind, die dort entsprechend an den Schlüsselpositionen sitzen. Deshalb mag sein, dass Ihr Eindruck, den Sie über den Bericht wahrgenommen haben, in der Tat ein subjektiver ist. Kann Ihnen aber gerne im Ausschuss verdeutlicht noch einmal vertieft werden. Zusatzfrage, Herr Dr. Wilken. Frau Ministerin, ich bin ja froh, dass wir nur über unterschiedliche Eindrücke und nicht über sogenannte alternative Fakten reden. Können Sie sich erinnern oder ist es überhaupt schon mal vorgekommen, dass Sie sich auch mit Abgeordneten der Linken getroffen haben? Frau Staatsministerin Puttrich. Ich habe mich mit Abgeordneten getroffen, die in besonderen Funktionen sind, die die Interessen der Hessischen Landesregierung mitvertreten, die auch entsprechenden Einfluss nehmen können, die entsprechende Berichterstatter sind. Wenn es welche geben würde von den Linken, die die entsprechenden Kriterien erfüllen, hätte ich keine Scheu, auch mit diesen zu reden. Damit haben wir jetzt die Frage 707 erledigt. Ich rufe auf. Die Frage 708, Herr Abgeordneter Stephan. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie in einer ersten Stellungnahme das sogenannte Winterpaket, mit welchem die Europäische Kommission unter dem Titel Saubere Energien für alle Europäer kürzlich 4 neue Richtlinien und 4 Verordnungen zur europäischen Energiepolitik vorgestellt hat? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Stephan, das Winterpaket ist von der EU-Kommission Anfang Dezember letzten Jahres vorgestellt worden. Umfangreicher Katalog unterschiedlichster Vorschläge für Maßnahmen, Richtlinien, Verordnungen, Analysen, Strategiepapieren für die europäische Energiepolitik bis zum Jahr 2030. Und die Kommission strebt an, die Richtlinien und Verordnungen noch vor dem Ende ihrer Amtszeit im Jahr 2019 in Kraft zu setzen. Wenn man es versucht zusammenzufassen, kommen am Ende 3 Hauptziele raus. Erstens Energieeffizienz als oberste Priorität. Zweitens weltweiter Ausbau und Technologieführerschaft im Bereich der erneuerbaren Energien als europäisches Ziel. Und drittens ein faires Angebot für alle Verbraucher von Energie bereitzustellen. Diese 3 Punkte im Grundsatz stoßen auf Zustimmung auch bei uns. Wir befürworten das.
Allerdings haben einige zentrale Maßnahmen des Winterpakets durchaus auch Auswirkungen auf die Energiewende, wie wir sie in Deutschland begonnen haben und auch in Hessen durchführen wollen, sozusagen mittendrin sind. Und da sind manche Punkte als kritisch einzustufen. Der erste Punkt, die alte Debatte, die faktische Abschaffung des Netzzugangs und Einspeisevorrangs für regenerativ erzeugten Stroms, den die Kommission möchte. Dann die Einrichtung von unterschiedlichen Preiszonen. Das würde für Hessen höchstwahrscheinlich steigende Strompreise für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten. Und dann das aus unserer Sicht wenig ambitionierte Ausbauziel für die erneuerbaren Energien und eine Verzicht auf die Vorgabe verbindlicher Ausbauziele für die einzelnen Mitgliedstaaten. Also wir werden jetzt in der Bundesratsbefassung im Februar und März uns mit diesem Winterpaket noch vertieft beschäftigen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das noch muntere Debatten auf allen Ebenen gibt. Ich rufe auf die Frage 709. Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen. 709 sagten Sie. Entschuldigen Sie bitte. So, ich darf die Landesregierung fragen, wird sie bei den notwendigen grundhaften Deckenerneuerungen von Landesstraßen im Lande Hessen dem Lärmschutz ein besonderes Gewicht einräumen, dessen Notwendigkeit beispielhaft an der L3172 im Ortsteil Hahnrode der Marktgemeinde Philippsthal anhand der Defekte im Asphalt und der durch Lkw-Durchfahrten beschädigten angrenzenden und mit Blocksteinen belegten Straßenrinne deutlich wird? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, mehr als ein Fünftel des 7.000 Kilometer langen Landesstraßennetzes befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, wie man an Ihren Fragen auch sieht. Genau das ist der Grund, warum wir die Sanierungsoffensive gestartet haben. Und natürlich ist eine Prioritätensetzung nach fachlichen, objektiven und transparenten Kriterien unverzichtbar. Bei der Dringlichkeitsreihung der zu sanierenden Landesstraßen ist die Reduzierung von Lärmemissionen ein Kriterium im Bereich der Umfeldsituation. Es gibt aber natürlich auch noch die anderen Kriterien, Stichwort Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Verkehrsqualität und Wirtschaftlichkeit. Und deswegen ist diese Ortsdurchfahrt nicht in der Sanierungsoffensive gelandet. Sie wissen aber auch, dass wir einen Puffer haben, dass wir uns natürlich die Situation jeweils vor Ort ganz genau betrachten und überlegen, falls sich die Situation deutlich verschlechtert, dass auch noch Maßnahmen in Anführungszeichen nachrutschen können, die nicht Bestandteil der veröffentlichten Projekte der Sanierungsoffensive sind, wo aber vor Ort die Situation sich deutlich verschlechtert hat. Jetzt ist es so, ich kriege jeden Tag Briefe mit Einladungen, mir Ortsdurchfahrten und Schlaglöcher anzuschauen. Ich verstehe das auch, das eigene Schlagloch ist immer das tiefste. Nur wir müssen nach Kriterien vorgehen und dementsprechend sind wir an dieser Stelle zu dem Ergebnis gekommen, zu dem wir gekommen sind. Es ist aber natürlich klar, dass wir vor Ort die Situation weiter beobachten und dann auch bei der jährlichen Entscheidung, was gemacht wird, uns betrachten, ob es bestimmte Ortsdurchfahrten oder Streckenabschnitte gibt, die sich so verschlechtert haben, dass sie dann doch in Anführungszeichen vor 2022 gemacht werden müssen. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister Al-Wazir, ich hatte in dieser Frage, stimmen Sie mit mir überein, dass insbesondere der Verbau von diesen Blocksteinen, die ja dazu führen soll, dass die Straße optisch verschmälert wird, dann, wenn es sich um vielfache Lkw-Verkehre handelt, kontraproduktiv sind, weil diese Blocksteine eben anfangen zu klappern und darüber hinaus bei den LKWs, insbesondere wenn sie leer sind und möglicherweise Container geladen haben, dazu führt, dass das Ganze des Nächtens und diese Straße ist nicht für den Verkehr des Nächtens gesperrt, zu besonderer Verärgerung bei den anwohnenden Bürgerinnen und Bürgern führen kann. Und dass sowas zukünftig mit berücksichtigt wird bei solchen Planungen. Also nicht nur solche optischen Aspekte, sondern auch der Lärmschutz. Jetzt Herr Minister Al-Wazir.
Also ich gebe zu, dass ich mir die Ortsdurchfahrt Hahnrode noch nicht persönlich angeschaut habe. Dementsprechend muss ich Ihnen sagen, in aller Regel ist meine Erfahrung, dass es am Ende gute Gründe gibt. Und manchmal ist es sogar so, dass man Begehren vor Ort von einer bestimmten Gruppe nachkommt und dann, wenn man dem nachgekommen ist, eine andere Gruppe sagt, das hättet ihr lieber nicht machen sollen. Deswegen würde ich mir jetzt hier im Plenarsaal des Hessischen Landtags keine Meinung zutrauen, in Anführungszeichen, ob man in Zukunft generell auf so etwas verzichten sollte, weil ich mir dann an dieser Stelle gerne mal anschauen würde, warum man es gemacht hat. Wenn Sie von Lkw-Verkehr sprechen und von optischer Reduzierung, dann kann das auch was damit zu tun haben, Stichwort Ausbau von Ortsdurchfahrten, dass die entsprechenden Fußgängereinrichtungen nicht vorhanden sind und dass man irgendwann mal gesagt hat, um den Leuten eine Sicherheit zu geben, dass sie genau wegen dem Lkw-Verkehr die Straße auch zu Fuß benutzen können, ist man zu einer bestimmten Schlussfolgerung gekommen. Also Sie merken, im Detail wird es dann schwierig. Also an dieser Stelle nochmal wir beobachten auch den Straßenzustand von ganz, ganz vielen einzelnen Abschnitten der 7.000 Kilometer und sind auch bereit, wenn wir merken, dass sich etwas ganz deutlich verschlechtert hat, auch einzugreifen. Aber wie gesagt, das muss objektiven Kriterien genügen und dann eben auch den Vergleichen mit anderen. Frage 710, Herr Abgeordneter Roth. Ich frage die Landesregierung, wie ist die derzeitige rechtliche Situation von geduldeten jungen Menschen in Ausbildung? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, Auszubildende erhalten eine Duldung für die Gesamtdauer der Ausbildung. Das gibt Ihnen und den Ausbildungsbetrieben Rechtssicherheit. Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss wird bei anschließender Beschäftigung ein Aufenthaltsrecht für 2 Jahre erteilt. Wer nach der Ausbildung nicht im Ausbildungsbetrieb weiter beschäftigt wird, bekommt zur Arbeitsplatzsuche eine weitere Duldung von 6 Monaten. Die bisherige Altersbegrenzung von 21 Jahren für den Beginn der Ausbildung wurde aufgehoben. Über die Hälfte der Flüchtlinge sind unter 25 Jahre, etwa 2 Drittel sind unter 34 Jahre. Für sie ist die Berufsausbildung eine echte Zukunftschance. Bei Ausbildungsabbruch gibt es einmalig eine weitere Duldung für 6 Monate, um einen neuen Ausbildungsplatz zu suchen. Das Aufenthaltsrecht wird widerrufen, wenn das anschließende Beschäftigungsverhältnis aufgelöst wird, sowie bei Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Straftat. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, auf welcher Rechtsgrundlage erfolgen alle diese Dinge, die Sie eben vorgetragen haben? Und wie wird sichergestellt, dass das landeseinheitlich auch umgesetzt wird durch die Ausländerbehörden? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, die Grundlage ist das Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet. Das ist das Aufenthaltsgesetz. Das ist die Rechtsgrundlage. Und ich gehe davon aus, dass sich alle öffentlichen Stellen in Hessen an Recht und Gesetz halten. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Roth. Herr Minister, kann es sein, dass das, was Sie eben in der Antwort auf meine Frage gesagt haben, auch in unserem Bundesland von unterschiedlichen Kommunen unterschiedlich praktiziert wird? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, das Bundesgesetz gilt für alle. Und insofern wäre ich für einen Hinweis dankbar, wo gegen dieses Bundesgesetz verstoßen wird. Dann gehe ich dem gerne nach. Nur der Fragesteller darf zweimal. Okay, danke. Ich rufe auf die Frage 711, Frau Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Vorschlag von den Landesärztekammern Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz, die Zahl der Medizinstudienplätze angesichts des drohenden Ärztemangels um mindestens 10% zu erhöhen? Herr Staatsminister Rhein. Ja, verehrte Frau Abgeordnete,
um den Vorschlag, der ja im Rahmen einer Pressemitteilung gemacht worden ist, der drei Kammern zu bewerten, fehlt zunächst mal natürlich eine Reihe von Annahmen, die dem zugrunde liegen, die einem solchen Vorschlag zugrunde liegen, beispielsweise warum 10%, warum nicht 12 oder 8%. Die Frage, ob sich nicht die Strukturen in Saarland, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hessen unterscheiden, sodass man mit einem solchermaßen, übergreifenden Vorschlag überhaupt zum Ziel, zum beabsichtigten Ziel kommt. Und insbesondere auch die Frage, sind nicht strukturelle Maßnahmen vorrangig anzudenken und zu ergreifen? Und wenn insoweit, dass dieser Vorschlag seriös bewertet werden soll, brauchen wir zunächst einmal natürlich auch diese Grundlagen, diese Annahmegrundlagen und nicht eine gegriffene Zahl. Allerdings, das will ich sehr deutlich sagen, Frau Dr. Sommer, natürlich befassen wir uns ressortübergreifend sehr intensiv im Rahmen der Gesamtproblematik natürlich auch mit diesem von den Kammern vorgeschlagenen oder gemachten Vorschlag. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Sie sprachen von strukturellen Maßnahmen. Haben Sie denn da eigene Ideen oder Vorschläge, wie die ausgestaltet werden könnten? Herr Minister Rhein. Ja, Frau Abgeordnete, die Vorschläge liegen ja auf dem Tisch, oder es liegen ja verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Es gibt den entsprechenden gemeinsamen Bericht der Gesundheitsministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz mit dem Titel Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen. Das ist ein Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.06.2015 und ein Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom 25. Juni 2015, in dem eine Reihe struktureller Vorschläge bzw. Vorschläge für strukturelle Veränderungen gemacht werden, Steigerung der Attraktivität der ländlichen Räume für junge Mediziner, Neuorganisation der Versorgung in der Fläche, Stärkung der Allgemeinmedizin in der Aus- und Weiterbildung, weitere Optimierung der Rahmenbedingungen für die hausärztliche Tätigkeit. Da geht es um das Thema finanzielle Anreize, es geht um das Thema Einkommensanreize, Honorarverteilung, es geht um flexible Beschäftigungsformen, es geht um das Thema bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, es geht um das Thema Entlastungsmöglichkeiten, beispielsweise auch durch Übertragung von Aufgaben an entsprechend qualifizierte Gesundheitsfachberufe. Also das ist ein sehr breiter Strauß an Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen und die natürlich von uns auch unterstützt werden. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Minister Rhein. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Welche Maßnahmen befürworten Sie denn darüber hinaus, also über die Förderung der Formulatur, der Praxisübernahme etc.? Und Sie haben ja den Presseartikel auch angesprochen. Da wird ja auch auf das Auswahlverfahren Bezug genommen, dass das verbessert werden soll. Wie stehen Sie denn dazu, dass nicht nur die Abiturnote ein faires Auswahlkriterium ist? Herr Minister Rhein. Da stehe ich als jemand mit einer sehr durchschnittlichen Abiturnote natürlich immer sehr offen, dem stehe ich sehr offen gegenüber. Allerdings ist es natürlich nicht so einfach, dass man das, glaube ich, in zwei, drei Sätzen beantworten kann. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Ich weiß ja, worauf eine solche Frage zielt, die von der Ärztekammer bzw. den Ärztekammern erhoben worden ist. Natürlich, und das gestehe ich zu, spielt die Zahl der angebotenen Studienplätze bei der Gesamtlösung eine Frage. Da, glaube ich, muss man sich nichts vormachen, weil damit natürlich eine Erwartung verbunden wird, nämlich die Erwartung, dass dadurch ist eine oder dass eine flächendeckende ärztliche Versorgung dadurch einfacher wird bzw. gewährleistet werden kann. So, auf der anderen Seite steht natürlich, das darf man bei dieser Diskussion meines Erachtens nicht unterbewerten, stehen die außergewöhnlich hohen Kosten, die aufgewendet werden im Rahmen der Medizinausbildung. Nehmen Sie mal einen Studierenden,
an den Universitäten in der Humanmedizin. Er kostet durchschnittlich 28.250 Euro. Das ist im Jahr 2013 gewesen. Ich wette mit Ihnen, dass wenn wir uns die Zahl aus dem Jahr 2016 anschauen, wir eine noch höhere Zahl haben. Dagegen stehen durchschnittliche Ausgaben pro Studierenden in Höhe von 8.000 Euro. So, das darf man bei all dem, glaube ich, nicht vergessen. Wenn allerdings die Mehrausbildung dazu führen würde, dass wir das Problem dadurch bewältigen würden, bin ich der Letzte, der sagt, dann sind diese Kosten unvertretbar. Ganz im Gegenteil, dann muss man natürlich auch eine solche Frage besprechen. Aber ich glaube, über die Frage, ob zusätzliche Studienplätze in der Humanmedizin notwendig sind, kann man sinnvollerweise erst dann beraten und entscheiden, wenn sich abzeichnet, dass die strukturellen Vorschläge, die ich genannt habe, eben nicht den erwarteten Erfolg haben. Wir beenden damit die heutige Fragestunde und setzen sie dann im nächsten Plenum fort.